Grüß Gott, Kinder. Wenn man's genau bedenkt, so ist ein Telefon eigentlich eine verrückte Sache. Man dreht an einer Scheibe und dann kann man mit jedem Menschen, der so einen Apparat hat, reden. Das kann sehr angenehm sein, aber auch höchst lästig. Und ich kann euch verraten, dass das Telefon in dieser Geschichte höchst lästig war. Jedenfalls für den Pumuckl. Und das kam so. Wie in fast jedem Beruf, so gibt es auch für den Meister Eder Zeiten, wo er vor Arbeit nicht ein- noch aus weiß. Und dann wieder Flauten, in denen die Aufträge sozusagen nur hereintröpfeln. An einem Tag also, wo es nicht viel zu tun gab, sagte der Meister Eder. Sodala, jetzt können wir ein bisschen aufschnaufen, Pumuckl. Momentan geht's Geschäft so stark, dass man direkt einen Tag blau machen kann. Blau? Ui, ja. Ui, wie macht man denn einen Tag blau? Braucht man da sehr viel Farbe? Na, Farbe braucht man gar keine. Ein Tag wird ganz von allein dadurch blau, dass man nichts tut. Aha, aha. Ja. So wie man vor Kälte blau wird, wenn man nichts anzieht. So ähnlich. Was meinst, wenn wir zwei morgen einmal in den Tierpark gingen? In was für einen Park? In Tierpark. In Tierpark? Das ist so ein Park voller Tiere. Ja, und was für Viecher da sind. Löwen und Bären, Elefanten und Seehund. Seehund, ja. Seehund will ich ganz gerne sehen. Aber weißt du, wenn der Löwe sehr groß ist, dann... Ja, das ist er schon. Ist er schon, gell? Ja, ja. Ja, dann ist er vielleicht sehr gefräßig und dann hält er mich vielleicht für Pudding oder für eine andere Nachspeise. Nein. Du brauchst gar keine Angst haben. Nicht? Erstens bist du ja unsichtbar, weil außer mir nur andere Leute da sind. Und zweitens sind die gefährlichen Viecher alle hinterm Gitter. Oder es ist ein Wassergraben dazwischen. Was? Da kann dir nichts passieren. Aber es sind ja auch Rehe da. Rehe! Ja, Rehe! Ja. Ui! Also Kobolde lieben ja Rehe. Ja, und Hasen. Hasen? Ja. Oh, das ist schön. Alle Kobolde streicheln gerne. Hasen. Und Giraffen. Was für Affen? Giraffen. Was sind das für Affen? Ja, das sind Giraffen, die sind so hohe. Ui, ja, alle Kobolde, die, ich weiß zwar nicht, was Kobolde mit Giraffen zu tun haben, aber das wird mir schon einfallen. Sind das auch so ganz kleine, liebe Tierchen, so wie Hasen und Mäuse? Ja, lieb sind schon, aber so groß, dass leichte Geranien vom Fensterbredel im ersten Stock fressen können. Mein Lieber, da wirst du staunen. Ui, und erst die Leute im ersten Stock, sag mal, staunen die nicht, wenn plötzlich alle Geranien gefressen sind? Pumuckl, im Tierpark gibt's doch keinen ersten Stock. Ja, das ist schade. Nein? Da werden die Giraffen sehr traurig sein. Ach, vielleicht kann man einen ersten Stock bauen. Die Giraffen, die kriegen doch ihr Fressen im Stall. Im ersten Stock? Ja, nein, die haben einen ganzen hohen Stall. Mit einem ersten Stock? Nein, die brauchen keinen ersten Stock. Die haben so einen langen Hals. Mein Pumuckl, also, ich muss schon sagen, das wird wirklich Zeit, dass ich mit dir in den Tierpark gehe. Ui, ja, gehen wir ganz schnell hin mit einer Geranie und dann gehen wir in den ersten Stock. Komm, gleich auf die Stelle. Pumuckl, geh zu. 1.379 Tiere. Ja, das wird der blaueste von allen blauen Tagen, die es gibt. Und das dumme Telefon, da gehen wir auch gar nicht mehr ran. Höchstens, wenn vielleicht ein Löwe anruft. Ja, morgen gehe ich nicht ans Telefon, aber heute schon noch. Heute schon, vielleicht ist es ein Giraffe vom ersten Stock. Ja, hier Eder. Grüß Gott, Herr Eder. Hier ist Professor Bergmeier. Gut, dass ich Sie erreiche. Grüß Gott, Herr Professor. Ich komme jetzt doch auf das zurück, was wir neulich besprochen haben. Sie erinnern sich doch. Na, freilich. Die Bücherregale und den Schreibtisch für Ihr neues Arbeitszimmer. Ja, es ist nämlich so, ich verreise übermorgen für Sie. Ob Sie mir nicht in meiner Abwesenheit das Zimmer neu einrichten könnten. Ginge das? Ja, freilich geht es. Wenn Sie schon übermorgen fahren. Ja, das ist es. Wir müssen uns eben dann morgen zusammensetzen und das Ganze ein wenig aufzeichnen. Morgen? Ja, ich habe sehr genaue Vorstellungen und meine Frau hat auch schon eine Skizze gemacht. Bloß morgen... Also anders geht's leider nicht. Vormittags habe ich eine Besprechung und schließlich reise ich übermorgen. Dann muss ich es heute einrichten. Ja, sonst müssten wir den Plan ganz fallen lassen. Ich komm schon. Ah, ist ja wunderbar, Herr Eder. Meine Adresse wissen Sie ja. Ja, freilich. Wenn Sie mir bloß noch Ihr Telefonnummer angeben, falls irgendwas ist. Ja, 36091. 36091. Ja. Dankeschön, Herr Professor. Also nachher bis morgen, gell? Freue mich sehr, dass das klappt.
Ja, ganz meinerseits, Herr Professor. Auf Wiederschauen also. Auf Wiederschauen, Herr Eder. Hat jetzt da mein Ohr recht gehört oder hat es da falsch gehört? Du kannst doch morgen gar nicht zu einem Professor gehen. Oh mein Pumuckl. Na, jetzt müssen wir halt unseren Ausflug in den Tierpark verschirmen. Wieso? Weißt du, das ist nämlich ein schöner Auftrag. Eine ganze Bücherwand. Ja, aber du hast mir aber versprochen, dass wir morgen mit einem Löwen sprechen. Ja, das geht doch übermorgen auch. Nein, das geht übermorgen nicht, weil ich mich nämlich auf morgen gefreut habe. Vielleicht ist übermorgen gar kein Löwen mehr. Ja, freust dich heute auf übermorgen. Nein, da freue ich mich nicht mehr. Das ist viel zu lange. So lange kann man sich nicht freuen. Schau, Pumuckl, sei doch vernünftig. Der Tierpark läuft uns ja nicht davon. Doch. Aber der Auftrag... Nein, der Tierpark läuft uns auch davon. Alle Tiere laufen davon. Alle Rehe und Hasen und Giraffen und wie die alle heißen. Nein, die bleiben schön da. Das ganze Jahr. Sei vernünftig, Pumuckl. Es tut mir leid, aber da kann man jetzt nichts machen. Vielleicht kann man doch was machen. Nein. Ich weiß was. Soll ich dir sagen, was ich weiß? Na ja, na sag's halt. Ja, also ich weiß Folgendes. Also pass mal auf, du hast doch in das Telefon gesagt, geben Sie mir bloß noch Ihre Telefonnummer, falls irgendwas ist. Ja, das habe ich gesagt. Ja, und dann hast du doch die Nummer aufgeschrieben. Ja, und was jetzt, ist das? Jetzt ganz einfach. Warte. Was ist also, das? Also es ist nämlich, also irgendwas, pass auf, es ist Tierpark. Was? Tierpark? Du rufst die Nummer an und da sagst du Folgendes. Was? Du sagst, es ist Tierpark, ganz einfach. Ja, Pumuckl. Ja, wie oft muss ich dir noch erklären, dass der Auftrag wichtig ist für mich? Ja, und wie oft muss ich dir noch erklären, dass es Tierpark ist? Du kannst doch... Jetzt gibt's da Ruhe zum Kuckuck. Ja, und einen Kuckuck sehen wir auch dann nicht. Daraufhin setzte sich der Pumuckl höchst beleidigt in seine Schaukel. Und da er beim Schaukeln besonders gut denken kann, kamen ihm so einige Gedanken, die er für sehr schlau hielt. Zum Beispiel solche. Wenn dummes Telefon klingelt, dann sausen alle Menschen hin und hören diesen dummen Telefonhörer rein und dann folgen sie auch alle. Und wenn dummes Telefon klingelt, dann saust Meister Eder hin und hört in den dummen Telefonhörer. Wenn also der Meister Eder sagt, warten Sie bis übermorgen, dann wartet er sicher bis übermorgen. Aber Meister Eder sagt es eben nicht. Ja. Ja, aber wenn ich das sagen würde, warten Sie bis übermorgen, dann könnten wir morgen in den Tierpark gehen. Schließlich bin ich ja nur unsichtbar und nicht unhörbar. Ich bin sogar sehr hörbar, Telefonhörer hörbar. Der Pumuckl schaukelte vor Aufregung so wild hin und her, dass sich die Schaukel fast überschlug. Der Meister Eder merkte das wohl, aber er hielt es für Zorn und sagte deshalb, Pumuckl, jetzt beruhig dich wieder. Das zornige Geschaukel nützt gar nichts. Oh doch, das nützt schon was. Nein. Ich bin nämlich schon gar nicht mehr so zornig. Ich bin sogar sehr fröhlich. So? Ja, wie das auf einmal? Na ja, so, weil ich über Telefone nachdenke. Was nachdenken? Ja, weil Telefone nämlich sehr komisch sind. Da geht's zu. Doch. Da dreht man an einem Telefon immer an einer Scheibe. Ja, schon. An der dreht man doch, oder? Gell? Lass dir für ja nicht einfallen, dass du da dran einmal drahst. Nein, ich meine ja nur, wenn man draht, dann dreht, dann hört man doch eine Stimme, oder? Nein, nicht immer. Nicht immer. Dazu muss man schon die richtige Nummer wissen. Und die weiß man nur, wenn man Zahlen lesen kann. Und das kannst du nicht. Und drum lass ja die Finger davon. Ja. Ich hab ihn noch gefragt. Und ich hab dir nur eine deutliche Antwort gegeben. Das Telefon wirft man nicht an. Verstanden? Daraufhin schaukelte der Pumuckl etwas weniger heftig und der Meister Eder hielt die Angelegenheit für erledigt. Ja, er vergaß das Gespräch übers Telefon sogar und ging eine Stunde später weg, um etwas für das Mittagessen einzukaufen. Der Pumuckl aber hatte keineswegs aufgehört, über das Telefon nachzudenken. Wenn er richtig nachdachte, wusste er eigentlich alle Handgriffe ganz genau, die der Meister Eder beim Telefonieren tut. Nur das mit dem Zahlenlesen, das machte ihm etwas Kopfzerbrechen. Als der Meister Eder nun gegangen war, hüpfte der Pumuckl auf das kleine Abstellbrett, auf dem das Telefon stand. Da lag noch der Zettel, auf dem der Meister Eder die Telefonnummer des Professors notiert hatte. 36091. So, also Zettel ist da, Nummer ist da, Telefon ist da.
Und der Pumuckl, der Pumuckl ist auch da. Aber Zahlen sind eine dumme Sache. Lauter rundes Kritzelkratzel. Und einmal Ringelschwänzchen nach oben und einmal Ringelschwänzchen nach unten und einmal Ringelschwänzchen nach innen und einmal zwei halbe Bäuche übereinander und einmal nur ein langer Strich, aber halt. Die Zweibauchzahl ist ja auch da unter der Telefonscheibe. Und Schwänzchen nach oben Zahl ist auch da und, oh, wo ist jetzt Ringelschwänzchen nach innen Zahl? Hä? Ist nicht da. Muss ich eben vielleicht diese Ostereizahl dafür nehmen? Also der Pumuckl ist schon ein schlauer Muckel. Also erstmal das Hörding wegnehmen. So. Wie bitte? Tut. Schöne Musik, ist nur ein bisschen langweilig. Also, und jetzt Scheibe drehen, wo solche Kringelsachen draufstehen. Ui, das ist aber ein langes Gedrehe. Hui. Es geht ja fein. So fein, da wähle ich gleich nochmal die feine Zahl. So, und jetzt nehme ich noch diese Schwänzchen nach unten Zahl. So, hallo, wer ist denn da bitte? Und 50 Sekunden. Bitteschön? Hallo? Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr 52 Minuten. Und 0 Sekunden. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo der Tier... Hallo? Wie bitte? 52 Minuten. Ja, ich will aber gar keinen nächsten Ton. Ich brauche keine Töne. Wissen Sie, ich möchte nämlich in den Tierpark gehen. Ja, nein, nicht in Sekunden. Morgen. Hören Sie doch bitte mit der dummen Uhr auf. Hallo? Hallo? Beim nächsten Ton. Nein, keinen Ton. Hören Sie doch mal zu, sonst höre ich einfach auch nicht mehr zu. Nein, keinen Ton mehr. Seien Sie jetzt still. Ich glaube nicht, dass das der Professor war. Der kann ja nicht immer nur beim nächsten Ton sagen. Professor sind doch gescheite Leute. Aber vielleicht war das einfach ein Papagei. Ein Papa. Ui. Und dann war das vielleicht doch aus dem Tierpark. Dann weiß das Telefon vielleicht, was man denkt, und wenn man dann dreht, dann kommt vielleicht das, was man gedacht hat. Ich muss nochmal drehen und dabei nicht Tierpark, sondern Professor denken. Jawohl, also nochmal. Jetzt mache ich mal so. Schwänzchen nach oben Zahl, Schwänzchen nach unten Zahl, langer Strich und kurzer Strich. Nochmal langer Strich und kurzer Strich. Osterei. Professor Halber Doppelbauch. Professor Osterei, Professor Langenstein, Professor Ringelschwänzchen, so, Professor Ringelschwänzchen, so. Hallo? Also, jetzt habe ich nämlich die ganze Zeit Professor gedacht. Jetzt werde ich ihm sagen, dass ich... Hallo? Hallo? Hallihallo? Sind Sie da? Da ist der Dings ist, der Meister Eder. Jawohl, ich muss Ihnen leider für morgen absagen. Das heißt, dem Herrn Professor muss ich leider absagen, weil... Ich glaube, Sie sind falsch verbunden. Nein, ich bin überhaupt nicht verbunden. Mir tut ja auch nichts weh und man muss mich auch nirgends verbinden. Ich will nur morgen in den Tierpark gehen. Ach, das ist wohl ein Kind am Apparat. Nein. Du bist wirklich falsch verbunden, Kleiner. Du musst nochmal wählen. Nein. Hallo. Ich hab doch schon gewählt. Hallo. Ich hab doch so fest Professor gedacht. Hallo? Huch, ist das aber dumm, dummes Telefon. Du verwechselst einfach alles. Den Tierpark mit dem Professor und den Professor mit der Frau. Hallo? Und was mache ich denn jetzt? Huch, muss ich nochmal von vorne nachdenken. Der Pumuckl war recht ratlos. Das mit den Zahlen war doch sehr viel schwieriger, als er es sich gedacht hatte. Er legte den Hörer auf die Gabel und betrachtete das Telefon von allen Seiten, als wäre es ein böswilliges Tier. Doch während er seinen Kopf ungeheuer anstrengte, kam ihm ein Zufall zu Hilfe. Das Telefon klingelte ganz von allein. Ui, das Telefon klingelt. Vielleicht klingelt es, weil ich geschimpft habe. Hui, ob's mich wieder schimpft oder... Oder ob es vielleicht von allein den Professor geholt hat, weil ich doch so fest Professor gedacht habe.
Ja, ich kann ja mal in das Hördings hineinhören. Nur ein bisschen. Hallo? 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 Hallo, ist jemand dort? Ja, da ist schon jemand dort. Ja, hier ist Professor Bergmeier. Ui, das ist ja sehr fein. Das es ist Folgendes. Ich kann gar nicht sagen, was das ist. Ah, Sie sind verbunden. Am Knie vielleicht. Also ich bin's nämlich nicht. Was ist los? Ich wollte Herrn Eder sprechen. Ja, der Herr Eder. Ja, der kauft gerade eine Wurst. Zum Mittagessen nämlich, ja. Der kauft eine Wurst. Ja. Ja, dann muss ich später nochmal anrufen. Ja, wann kommt Herr Eder denn zurück? Der kommt nicht zurück. Nein, der kommt nie mehr zurück, weil der nämlich überhaupt gar keine Zeit hat. Auch morgen hat er keine Zeit und übermorgen hat er auch keine Zeit. Wir hatten uns für morgen Mittag verabredet. Wie bitte? Ja, verabredet haben wir uns für morgen Mittag. Ja. Aber das muss ich leider etwas verschieben. Schieben, ja. Ja, könnten Sie Herrn Eder ausrichten, dass er eine Stunde später kommt? Nein. Der Herr Eder möchte ganz bestimmt keine Stunde später kommen. Was? Nein, keine Minute. Der möchte nämlich überhaupt nicht kommen. Ja, aber hören Sie mal. Ja? Schließlich handelt es sich um keinen kleinen Auftrag und Herr Eder hat zugesagt. Jawohl. Ja, der hat zugesagt und jetzt sagt er ab. Jawohl. Vorbei, aus, Äpfel, Schluss. Sag mal, was haben Sie eigentlich für eine Art, mit mir zu sprechen? Wieso? Wer sind Sie denn überhaupt? Also ich bin der ui. Das ist ja unglaublich. Ja. Als alter Kunde kann man ja doch wohl erwarten, dass man mit größerer Liebenswürdigkeit behandelt wird. Ja, das könnte man. Na eben, und wenn schon eine Absage sein muss, dann doch wohl mit einer Entschuldigung, nicht mit einem vorbei, aus. Ich habe ja noch Schluss, Äpfel gesagt. Aber, ja, das habe ich gehört. Ja. Aber bitteschön, es gibt noch mehrere Schreiner. Ich kann mich auch an einen anderen wenden, wenn Ihnen das lieber ist. Ja, Sie das Herrn Eder aus. Ich bin sehr verwundert. Ja, das bin... Wie bitte? Hallo? Hallo? Ich bin auch sehr verwundert. Ja, aber bitteschön, es gibt ja noch mehrere Professoren und die haben ja alle übermorgen Zeit und die lassen mich morgen auch alle in den Tierpark gehen. Jawohl, und... Hallo? Hallo, Sie, Herr... Aus. Weg. Weg ist er. Er wendet sich an einen anderen Schreiner. Und Meister Eder kann sich an den Pumuckl wenden und der Pumuckl, der wendet sich in den Tierpark und hui, hui, hui! Was ist der Pumuckl schlau? Pumuckl telefoniert mit Telefon und es ist beim nächsten Ton, er mitten in dem Tierpark schon, wo er Giraffen sehen kann. Naja, das geht gerade noch so als Vers. Der Pumuckl hüpfte und tanzte in der Werkstatt herum und freute sich so, dass er darüber ganz vergaß, dass der Meister Eder ihm ja verboten hatte, an das Telefon zu gehen. Und als der Meister Eder zurückkam, schrie ihm der Kobold gleich entgegen. Meister Eder! Wir können doch in den Tierpark gehen. Der liebe Professor wendet sich. Der wendet sich an einen anderen Schreiner. Red doch keinen Unsinn. Das ist kein Unsinn, hat er gesagt. Es gibt noch mehrere Schreiner, hat er gesagt. Mehrere. Zu wem hat er das gesagt? Das hat er zu mir gesagt. Zu dir? Ja. Ja. War er denn da? Nein. Er kann dich doch gar nicht sehen. Das macht doch nichts am Telefon. Das sieht ja niemand jemand. Am Telefon? Ja. Hast du telefoniert? Nein, er hat nur gesagt mehrere. Hab ich dir nicht gesagt, dass du nicht ans Telefon gehen darfst? Ja, das hast du schon gesagt. Hab ich das gesagt, aber, oder nicht? Nein, weißt du, das Telefon hat nämlich geklingelt und geklingelt und geklingelt und geklingelt. Und da habe ich bloß ein bisschen hören wollen, ob es mich schimpft, weil nämlich zuerst habe ich das Telefon geschimpft, als da hast du den Hörer abgenommen? Ja. Himmels Wohl. Ja. Und was hast du gesagt? Ich habe bloß gesagt, dass... Das ist sehr fein, habe ich gesagt, dass er anruft. Und dann hast du bestimmt gesagt, dass du in den Tierpark gehen willst. Nein, ich habe gar nichts von einem Tierpark gesagt. Ich habe bloß gesagt, was? dass ich... Das also, muss man ganz genau sagen. Ja? Sonst komme ich in die größte Verlegenheit, wenn ich zurückrufe. Nein, du brauchst nicht mehr zurückzurufen. Was? Der Professor ist ein ganz böser Mann. Jawohl. Wieso? Er hat geschimpft und hat gesagt, eine Art gehabt, mit mir zu sprechen. Also ich sagte, was er gesagt hat? Mir? Also, wenn schon eine Absage sein muss, dann kann man doch wohl eine größere Liebenswürdigkeit erwarten. Hat der gesagt, der Professor, Pumuckl. Das will ein Professor sein, der Pumuckl. Sowas... Ja? Das sind lauter Sätze, die nicht auf deinem Mist gewachsen sind.
Die Sätze hat bestimmt der Professor gesagt, stimmt's? Ja, das habe ich ja gesagt, das hat der Professor gesagt. Der Professor hat sehr viele Sätze gesagt. Und am Schluss, weißt du, was er am Schluss gesagt hat? Ja, was hat er gesagt? Am Schluss hat er gesagt, ich wende mich an einen anderen Schreinermeister. Jawohl, hat er gesagt. Und das soll ich dir nämlich ausrichten. Ja, er wendet sich an einen ganz anderen Schreinermeister. Das stimmt was nicht. Hat er gesagt. Pumuckl. Da musst du schon irgendeine ganz große Unverschämtheit gesagt haben. Nein. Die stehen wir's auf der Stelle. Ich muss doch das wieder einrenken, ich muss doch... Was rede ich denn? Ich rufe an. Nein, nicht anrufen. Aha, nicht anrufen. Dein schlechtes Gewissen. Also geh weg da vom Telefon. Wo ist denn die Nummer vom Professor? da ist... Die Nummer. Die Kritzelkratzel-Ringelschwänzchen-Zahlen gehören gar nicht dem Professor, sondern einem Zeitpapagei vom Tierpark. Was? Und noch einer Hallo-Dame. Also red doch kein Quatsch. Ja, sag einmal, hast du am Ende da an der Scheibendraht und... Hast du am Ende du beim Professor angerufen und... Also, nö. Das ist ja der Gipfel. Dich zuerst ein paar Mal verwählt und nachher... Nein. Na, hast du... Ich hab bloß... Was hast du? Ich hab fast gar nichts getan. Bloß hab ich also... Was rede ich denn lang? Ich muss sofort anrufen. Nein, bitte nicht anrufen! Und was nachher mit dir passiert, das sehen wir schon. So. Also, 6... 36... 0... Oder die Hallo... 91... So, jetzt werden wir es gleich hören. Also, dann habe ich... Da ist niemand daheim. Mei, was mache ich denn nur? Nur einmal muss ich es probieren, so. 3, 6, 0, 9... Machte der Professor immer. 1. Tütüt. So. So was. Da geht niemand am Apparat. Ja, wenn niemand da ist, dann passiert mir ja auch gar nichts, wenn oder? Mir der Auftrag durch die Lappen geht, durch wen? Na, sind wir ein paar tausend Mal gärmer, Pumuckl. Ein ganz Hirnzimmer nach Maß. Einmal wieder eine größere Sache und nicht alleweil nur das Pamperl zeigt. Ja, aber es gibt doch auch Fälle, ich hab mich eigentlich recht drüber gefreut gehabt, Pumuckl. Muss es ja neu der Mo wie ich einen Kobold haben, der mir alles versaut. Nein, der... Ein Kobold, der mit dir so gerne in den Tierpark... Wenn's mir jetzt nicht mit dem Tierpark aufhörst, hab ich Depp davon reden müssen. Jetzt ist Frau Eichinger. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott, Frau Eichinger. Ja, mein. Wir schauen den Südreich. Ist was passiert? Na, ein großer Auftrag ist mir durch die Lappen gegangen. Na, Sie haben mir ehrlich gesagt, dass jetzt bei einer ruhigen Zeit ist. Ja, das schon. Na ja, und da, wo man denkt... Dass Sie mit mir nachher den Schrank und das alles auf Zeiten räumen könnten. Ja, Sie haben eigentlich recht. Stehen wir morgen und übermorgen. Wenn ich schon nichts getan hab. Und los zum Spazieren gehen ist mir jetzt auch vergangen. Ist gut, Herr Eder. Na, steh rein jetzt gar nicht mehr länger. Also bis morgen nachher. Ja. Bis morgen nachher. Du willst, dass morgen der schöne Staub, die schönen Hobelspäne, die schönen Sachen alle durcheinander gemacht werden und überall die Frau Eichinger Wasser hinschüttet und... Jetzt sei ruhig. Keine schöne Giraffe und kein schönes Reh und kein schöner Hase. Nicht nur morgen, sondern auch übermorgen. Aber du hast doch gesagt, dass du... Wenn du morgen zum Professor gehst, dass du dann wenigstens übermorgen mit mir in den Tierpark... Ja, das hab ich gesagt. Aber ich hab auch gesagt, dass du nicht ans Telefon gehen sollst, oder? Ja, das hast du. Und jetzt wird eben gestöbert statt in den Tierpark gegangen. Das hast du davon. Und jetzt ist überhaupt kein Tierpark. Nein, vorbei. Aus. Genauso wie es wahrscheinlich durch deine Schuld mit dem Auftrag vorbei und aus ist. Vorbei, aus. Oh, so hab ich's doch gar nicht gemeint. Dem Pumuckl kullerte eine dicke Träne über die Backe. Der Meister Eder aber nahm seinen Mantel und ging Luft schnappen. Er überlegte, ob es nicht am besten sei, persönlich bei dem Professor vorzusprechen, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. So kam er nach kurzer Zeit zu dem Entschluss, nochmal zu versuchen anzurufen und sich für den Besuch anzumelden.
Aber auch der wütende Professor, der nur kurz weggegangen war, überlegte, dass es doch vielleicht gescheiter wäre, mit dem Meister Eder nochmal selbst zu sprechen, wenn der von seinem Wursteinkauf zurückkäme. Hör auf zu klingeln, der Pumuckl darf nicht telefonieren. Der Pumuckl macht lauter falsche Sachen. Hör bitte auf, hab ich gesagt. Schluss, Schluss, aus, bumm. Wie bitte? Du folgst nicht, wo ich doch auch folgen muss. Na, warte, du, da bitte, das hast du für deine Klingelei. So. Hier, Professor Bergmann. Wie bitte? Hallo. Hallo, ist das Herr Eder? Nein. Nein, hier. Ich darf nicht telefonieren. Sonst darf ich nie mehr in den Tierpark. Und der Meister Eder ist so zornig, weil Auftrag weg ist, hat er gesagt. Ah. Auftrag weg ist. Sondern der ist bloß daneben, weil der Hörer runtergefallen ist und dafür kann ich ja nichts. Und bitte kann der Meister Eder nicht doch morgen eine Stunde später kommen, sonst sind wir nämlich ein paar tausend Mark ärmer und da müssen wir stöbern. Also doch ein Kind. Nein, kein Kind! Na, nein! Hör doch zu. Hallo, ja? Sag mal, ist dein Opa da? Wer? Hier bist du doch wohl sein Enkelchen, oder? Also das ist ein Engelchen, ich... Ich bin der Klapp-Klapp-Au! Ich bin doch kein Engelchen! Wie? Also hör mal. Ja? Sag ihm, wenn er wieder da ist, dass er mich anrufen soll. Ich bin wieder zu Hause, ja? Na, dass ihr nicht ein paar tausend Mark ärmer werdet? Nicht? Nein. Wieso? Ich gebe deinem Opa einen Vorschuss, damit ihr in den Tierpark gehen könnt. Sag ihm das, ja? Einen Vorschuss? In den... in den... Und ob ich ihm das sagen werde, einen Vorschuss, dann ist Krachschlussmeister Eder Möbel machen muss und vorbei ist Stöberasmus. Ui, das war ein schönes Gedicht. Das kann was ich verkaufen. Was ist denn da los? Bist du schon wieder am Telefon? Nein, ich bin nicht am Telefon. Der Professor ist am Telefon. Du musst Möbel machen und ich muss Gedichte machen. Um Himmels Willen, hier ist Eder, Herr Professor. Schön. Entschuldigen Sie. Ruhig. Zuerst hätte ich ihn fast ernst genommen, aber dann sind wir doch bedenklich. Ich habe schon versucht, Sie anzurufen, Herr Professor. Ja, also können Sie morgen eine Stunde später kommen? Aber selbstverständlich kann ich das. Sie müssen vielmals entschuldigen. Ja, aber ich weiß doch, wie ruhig. Kinder sind. Ja, doch, ich habe ja selbst Enkelkinder. Haben Sie auch mehrere? Nein, also mir langt schon der eine. So. Was mit der jetzt aufgeregt hat. Ja, bringen Sie morgen doch mit. Na, Herr Professor, das tue ich Ihnen lieber nicht um. So. Also auf Wiedersehen, Herr Eder. Dieser Satz kam dem Meister Eder so recht aus dem Herzen, was jeder nach der Geschichte auch gut verstehen kann. Die Sache war also soweit wieder eingerenkt, aber so eingerenkt war sie auch nicht, dass gleich alles wieder beim Alten war. Die Stöberei nämlich, die der Pumuckl so von Herzen verabscheut, wurde nicht mehr abgesagt. Und somit rückte der Tierparkbesuch nicht nur von morgen auf übermorgen, sondern auf überübermorgen. Und das nur, falls der Pumuckl bei der Stöberei sehr brav ist und außerdem verspricht, wirklich nie mehr ans Telefon zu gehen. Auch nicht dadurch, dass er dem Hörer einen Stips gibt. Und das hat der Pumuckl auch ganz, ganz fest versprochen. Großes Klabauter Ehrenwort.